Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Talos Principle. Ja, wir haben das letzte Rätsel, was schon ein bisschen anspruchsvoller war, haben wir erfolgreich gemeistert. Wir standen zwei Todesbällen gegenüber, eingesperrt und den Schlüssel verschluckt. Ja, also bin ja mal gespannt, wer den Schlüssel verschluckt hat. Okay, hier brauchen wir ihn auf jeden Fall. Zwei Todesstern gegenüber und wir hatten zwei Gatling-Kanonen. Ja, man musste dort viel arbeiten. Wir mussten die Jammer positionieren, nehmen, wieder neu positionieren. Ja. Ich werde jetzt erstmal hier kurz stören und mal schauen. Ich habe so die Vermutung, dass hier hinten noch einer versteckt ist. Nee, leider nicht. Also, dann können wir dich hier erstmal nicht mitnehmen. Wir müssen wahrscheinlich später die Tür aufschließen, um den Jammer mitzunehmen. Okay, da oben ist eine Gatling. Okay, den Jammer kann ich erstmal nicht anders positionieren, weil ich ihn hier brauche, um hier überhaupt reinzukommen. Ja, keine Chance, ne? Wie soll ich da rankommen? Das kannst du vergessen. Da komme ich erstmal nicht dran. Also ich brauche noch ein... Ah ja. Ist er? So, wir haben jetzt den Schlüssel. Wir können entsprechend hier aufschließen. Nehmen dich mit. Und gehen durch die Tür einfach. So. Jetzt können wir hier stören. Haben dich frei, um... dich mitzunehmen und dann hier müssen wir den hier auch wieder mitnehmen. Also ich habe so ein doofes Gefühl, dass wir hier drin noch einen brauchen, deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme den mit und habe jetzt noch einen. Ja, das ist ja. Warum auch immer ich das wusste, aber... ja. So, und raus hier. Und nächste Mission erledigt. Also, Freunde, es geht... ist richtig geil. Wir kommen richtig gut voran. Und schaut euch doch mal echt die Landschaft hier an. Also, es ist echt herrlich. Es ist einfach nur herrlich. So, das haben wir alles schon erledigt. Ihr seht... rechts und links sind wir durch. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Ein ansteigendes Problem. Okay, Vorsicht. So, du ziehst auf die Gatling-Kanone. Jetzt ist hier gerade noch der Weg frei. Wir können hier rein. Ich vermute, dass wir die Kugel da reinschicken müssen, den Todesstern. Ja, perfekt. So, jetzt ist er dort gefangen. Hier kommen wir durch. Wir müssen bestimmt hier später irgendwie durch das Loch schießen. Aber dazu brauche ich einen zweiten Jammer, um nämlich den einen wieder freizukaufen. Kriege ich hier noch einen? Okay, jetzt sind wir oben. Den haben wir da hinten gefangen. So, hier sind wir jetzt drin. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen irgendwo hier oben her. Hier oben. So, und hier braucht man einen Schlüssel. Okay, wo gibt es diesen Schlüssel? Okay, da ist die nächste. Warte mal, den Jammer da hinten. Ich habe nur einen, das heißt, ich kann ihn definitiv nicht mitnehmen. Da hinten ist der Schlüssel. Die patrouillieren hier wahrscheinlich im Kreis, würde ich mal wetten. Und ich muss jetzt hier irgendwie... ja, siehst du? Wahrscheinlich gegenseitig. Das heißt, wenn der eine kommt, geht der andere und irgendwann bin ich in der Falle. Ne, der eine geht die Innenbahn, der andere die Außenbahn. So, jetzt bin ich hier drin.
Ich brauche hier einen Jammer, verdammt. Wo kriege ich den her? Wo kriege ich den her? Oder brauche ich hier doch keinen? Doch, ich brauche hier definitiv einen. Wo kriege ich den jetzt her, verdammt? Okay. Das heißt, hier können wir erstmal nicht weiter. Ja, ich muss hier irgendwie mit dir arbeiten. Was ist denn hier oben? Komme ich... Schau mal, ich komme hier oben rum. Wie? Warte mal, ich bin doch gerade hier oben rumgegangen. Oder bin ich dann hier einfach runtergefallen? Ja. Oder kann ich den aufnehmen, wenn der hier unten steht? Puh. Das ist jetzt eine gute Frage. Weißt du was? Ich positioniere dich mal direkt hier. So, jetzt läufst du hier durch. Mal gucken, ob ich den jetzt aufnehmen kann. Hahaha, es geht, ja super. Ja, ich wusste, irgendwie muss es gehen. So, jetzt haben wir dich freigeschaltet und jetzt können wir mit dir nämlich hier hinten durchgehen. So, verfolgen den Kollegen mal eben. Hauen vor ihm ab. Stören hier das Feld und nehmen den Schlüssel mit. So, wahrscheinlich brauche ich den Jammer gleich noch da drüben. Also, hau ab. Geh weg. So, nehmen wir dich jetzt schnell mit. So, perfekt. Also, hier ist der Schlüssel. Benutzen. Freunde. Wie soll das denn gehen, bitte? Ich hab doch nur einen. Eieiei, ich hab doch nur einen. Wie soll ich das denn machen? Also ich hab die Tür, ich komme jetzt hier oben durch. Okay. Sehr nice. Aber wie... Gibt es da noch irgendwie einen anderen Durchgang? Also... Oder kann ich irgendwie den Todesstern darüber schicken? Nee, es gibt hier auch keinen anderen Weg. Also ich muss definitiv... mit dir jetzt irgendwie da oben probieren, das Problem zu lösen. So, stören. Schlüssel ist drin. So, durchkomme ich nicht. So, pass auf, jetzt haben wir hier... Ah, schau mal, da hinten ist eine Leiter. Das heißt, wir können irgendwie darüber kommen. Aber dann war ja hier vorne die Treppe unnütz. Wahrscheinlich muss ich irgendwie hier durch. Ganz bestimmt. Ich muss wahrscheinlich irgendwie hier durch. Aha, schau mal. Essen und trinken. So, irgendwie muss ich jetzt von hier aus... Ne, muss ich gar nicht. Da oben ist es. Ja, wie kommen wir da hin, Freunde? Wie kommen wir da hin? So, erstmal kurz den Todesball hier wieder wegschieben. So. Okay, von hier aus kann ich ihn stören. Das bringt mir nichts, weil ich komme da jetzt hier oben nicht weiter. Und hier auch nicht.
Eieiei. Ne, ich brauche den definitiv. Ich brauche ihn definitiv hier hinten. Also erstmal muss ich ihn hier wieder mit rübernehmen. So. Wenn ich ihn jetzt hier unten aufnehme, bin ich hier schon mal durch. Das scheint schon mal richtig zu sein, vermute ich. So, aber wie kriege ich jetzt... Jetzt habe ich da oben die Gatling-Kanone gestört, aber jetzt habe ich immer noch nicht den Zugang hier. Also ich brauche definitiv noch einen zweiten. Und den müssen wir uns irgendwo holen. Die Frage ist, wo? Hier gab es ja auch nichts mehr. Puh. Also ehrlich gesagt bin ich gerade ziemlich überfragt. So, da drin, das haben wir schon geholt. Das ist also falsch. Die Tür ist auf, den Schlüssel haben wir. Das heißt, jetzt mal eben Step by Step. Wir haben im Prinzip alles richtig gemacht bisher. Wir haben den Schlüssel. Da hinten ist doch diese Leiter. Wie komme ich denn da rüber? Nee. Wie komme ich da rüber? Da ist doch ein Zugang, oder? Von da hinten. Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Also nochmal, wir gehen hier hinten rum. So, haben jetzt hier keine weiteren Zugänge. Nein, hier kann ich auch nicht drüber springen, gar nichts. Aber da hinten, das sah mir doch aus wie eine Leiter dahinter. Ah, komisch, komisch. So, jetzt mache ich hier nochmal kurz auf. Lass ihn raus und... Mein Kind, einen anderen Weg zu suchen, bringt dir keine Schande. Versuche, dieses Geheimnis ein andermal zu lösen. Ja, anscheinend merkt er, dass wir gerade nicht weiterkommen. Ja, ziemlich ärgerlich, aber... Es bringt mir schon ein bisschen Schande, finde ich. Also. So, einmal probiere ich jetzt noch was. Wahrscheinlich wird es eh das nichts bringen. Und zwar, indem ich einfach da oben drüber laufe, dann schnell herlaufe, an der Kanone vorbei. Aber ich denke mal, dass das wenig zielführend sein wird. So, okay. Dabei haben wir doch alles so gut gelöst, verdammt Axt. So. So, und wenn wir jetzt da ganz schnell hinlaufen oder hier runterlaufen, bringt es dann wohl was, bis er schießt, wenn wir da schnell runterfallen? Pass auf, wir stellen mal die Kanone hier hin. Und dann hier schnell runterfallen. Ganz schnell. 1, 2, 3. Ah, sehr geil. Sehr geil. Wir sind quasi abgehauen. Vor der Kanone. Ich wusste nicht, dass es geht.
Wir haben es gelöst. Aber wir waren ein bisschen zu langsam. Okay. Jetzt schaffen wir es, Freunde. Und in der nächsten Runde geht's weiter. Euer Björns 1. Ciao.